Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei unseren Gaianern. Wie gewohnt starte ich mit den Ergebnissen der Abstimmung. Ein Link zu dieser Auswertungsseite findet ihr wie immer auch in der Videobeschreibung. Diese Abstimmung war wirklich bemerkenswert in vielerlei Hinsicht. Ihr werdet es gleich sehen. 1700 Leute haben mitgemacht und das sind mehr als beim letzten Mal. Freut mich sehr, dass ihr weiterhin so fleißig dabei seid und so engagiert. Starten wir mal mit diesen innenpolitischen Fragen, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln sollen. Fundamentalismus, dafür gab es nur 7,7% Ja. Planwirtschaft 20,2%. Die deutliche Mehrheit plädierte dafür, den Wert Wissen einzuführen. 87,6%. Das werden wir dann auch dementsprechend nachher gleich umsetzen. So, dann ging es um die große außenpolitische Frage. Wir sind ja im Krieg mit dem Kollektiv. Wie weiter? Und hier ist es ein bisschen knapper gewesen, aber doch eine überraschende, für mich doch so deutlich überraschende Mehrheit für Frieden, so schnell es geht, gegebenenfalls weißer Frieden. Interessant. Die nächste Frage war, ob es einen Bruderschaftspakt mit der Universität geben soll. Und das war eine sehr, sehr deutliche Mehrheit dafür, das so zu tun. Beides geht natürlich erst, wenn diese Sonneneruption oder die Sonnenflecken, was auch immer, vorbei sind. Wir können im Moment nicht mit den anderen kommunizieren. Dann ging es um die Frage nach der Seemacht, ob wir das zum Schwerpunkt machen wollen. Und da gab es tatsächlich, auch das für mich ein bisschen überraschend, nur eine sehr geringe Zahl von Gaianern, die Ja gesagt haben. Das heißt also, wir werden also so weitermachen im Wesentlichen wie bisher. Das heißt natürlich nicht, dass wir keine Hafenbasen bauen oder Seebasen. Nein, nein, wir werden das ausgewogen weiterentwickeln. Es ist eben bloß kein Schwerpunkt. So, dann die Frage nach der maritimen Kontakt- und Erkundungsmission. Auch das hat für zumindest als dezidierte Mission keine Mehrheit gefunden. Das heißt, ich werde auch hier so weitermachen wie bisher, unsere Schiffe für die Defensive einsetzen und für die vorsichtige Erkundung nach und nach der umgebenden Küstenlinien. Irgendwann werden wir natürlich soweit sein und vielleicht auch auf andere Kontakte treffen, aber wir werden natürlich diese Überreste untersuchen und gegebenenfalls wieder zurückkehren müssen und. Also so wie bisher. Dann auch eine interessante Abstimmung. Soll es ein Weitergabeverbot von potenziell umweltschädlichen Technologien geben? Und hier gab es doch eine sehr deutliche Mehrheit von 2/3, die gesagt haben, nein, kein Verbot. Technologiehandel soll frei sein. Also durchaus eine sehr, ich interpretiere es mal, sehr liberale und auf Freihandel in gewisser Weise orientierte Gesellschaft. Dann, und das hat mich am meisten überrascht, soll das Fungusschutzgesetz novelliert werden im Sinne eines Fungusschutzgesetzes, dass die Menschen geschützt werden vor dem Fungus. Und da gab es eine deutliche 2/3 Mehrheit Ja für die Novellierung. Das bedeutet, dass wir ab sofort in der Umgebung der Basen direkt den Fungus entfernen und dafür dezidierte Fungusschutzgebiete ausrufen. Und das ist eine wirklich, also ja, so ein radikaler Richtungswechsel, muss man mal sagen, unserer Kolonien. Offenbar haben die Kolonisten die Schnauze voll vor den gefährlichen Viren, vermutlich auch aufgrund der großen Bedrohung von Arcadia. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und insofern, ja, was bedeutet das für die Gaianer? Vermutlich wollen sie einen Planeten schützen, der eher erdähnlich ist und nicht so wie der hier mit der heimischen Flora und Fauna funktioniert. Also schon Umweltschutz, aber eher im irdischen Sinne oder als, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen sich zu den Göttern machend im Sinne von, wir bestimmen, was hier Natur ist und was wir schützen wollen. Meine Interpretation. Soll es ein Fungizidverbot geben? Dementsprechend, konsequenterweise, nein. Wenn wir schon Fungus vernichten, dann auch ordentlich mit Fungiziden. Ja, interessant. Dann die Frage, wie die Schiffsklassen heißen soll. Und hier dominierte bei der Abstimmung die Seevögelentscheidung. Dann die Frage nach Forschungspriorität. Und jetzt haben wir hier eine schöne Entscheidung für 2 Bereiche. Das ist ganz klar, dass ich die 2 dann natürlich auch wähle. Bauen und Forschen. Außerdem ging es um die Benennung der Basen. Und hier hat Ehrenfeld und Klippental gewonnen. Das sind die Entscheidungen gewesen. Das hat natürlich Auswirkungen auf Gesetze, Ratsbeschlüsse. Hier habe ich nochmal die aktuellen Vorhaben zusammengefasst.
Guyanische Nachrichtendienst ist vielleicht noch nicht beendet, der Aufbau. Da könnte man noch eine zweite Einheit von Sondierteams bauen. Der Rest, seht ihr, entspricht jetzt unserer Beschlusslage. Das ist neu, das ist verändert. Also das habe ich das zweite Fungusschutzgesetz genannt. Außerdem bei den diplomatischen Haltungen habe ich bei der Universität jetzt hier dann auf Bündnis gewechselt. Und kollektiv sind wir zwar im Krieg, aber ich gehe jetzt mal davon aus, wenn der Krieg beendet werden soll, dass wir nicht einfach in wohlwollende Neutralität übergehen und so tun, als wäre nichts passiert. Das ist jetzt erstmal die Interpretation der Regierung dieser Beschlüsse. Also ich werde das so handhaben, dass ich erstmal in Rivalität übergehen werde, das heißt kein Handel. Falls ihr das anders seht, müssen wir das nächste Mal nochmal neu beschließen. Ja, das ist es erstmal von hier aus gewesen. Und damit gehen wir hinein in die Welt von Alpha Centauri. Ich will euch erstmal die Benennungen zeigen. Also das ist jetzt Klippental, das ist Ehrenfeld geworden. Außerdem habe ich jetzt schon eine Schiffsklasse benannt, die können wir uns mal gleich angucken. Das ist sie nicht, sondern diese hier. Die habe ich jetzt Seeadler genannt. Diese Schiffsklasse, die werden wir auch gegebenenfalls upgraden. Das ist immer das bestausgestattete Kampfschiff, so würde ich das definieren, und diese Klasse heißt immer Seeadler. Es werden zukünftig noch andere Klassen hinzukommen. Stimmt, ich hätte die Aquaformer noch benennen können. Das werde ich später noch tun. Außerdem habe ich entsprechend des Beschlusses einen neuen Former-Typ designt. Den habe ich Former F genannt. Der hat eben den Fungizid-Tank dabei. Der ist ein bisschen teurer. Wir können das dann mit Energie upgraden, wenn wir die Fungizide dann massenhaft einsetzen werden gegen den Fungus. Ich finde es irgendwie lustig. So, okay, wir machen weiter mit folgenden Entscheidungen. Wir werden hier auf Wissen gehen. Das ist jetzt auch nochmal wichtig zu gucken, was hat das für Veränderungen. Wir steigen effizienzmäßig von 4 auf 5 damit nochmal an. Dann kriegen wir plus 2 Forschung, das heißt einfach plus 20% schneller, bessere Forschung, und minus 2 Sonde. Das wiederum heißt, dass die gegnerischen Sondierungsteams es im Kampf uns gegenüber einfacher haben. Ja, okay, das wird also eingeführt. Das kostet uns 32 Energie, ist kein Problem. Wird gezahlt. So, das ist das nächste. Dann würde ich sagen, wird das jetzt als erstes Fungusschutzgebiet hier definiert? Ich glaube, wir können ein Landschaftsmerkmal so benennen und ich nenne es einfach genau so. Fungusschutzgebiet. Da wir erstmal nur eins haben, kriegt es auch keine Zahl. Und das ist es dann. Das bleibt unangetastet. Ansonsten, ich sag mal, falls es nicht irgendwelche ökonomischen Gründe gibt, dass wir unbedingt die Nahrung aus dem Fungus brauchen, werde ich jetzt entsprechend des Beschlusses weitestgehend im Bereich der Basen den Fungus entfernen, sodass unsere Bevölkerung nicht mehr gefährdet ist. Dann müssen wir noch die Forschungspriorität verändern. Da wollten wir jetzt forschen und bauen, wenn ich das jetzt nicht falsch in Erinnerung behalten habe. Das sollte so sein. Okay. Übrigens, beim Thema Forschung gibt es auch eine schöne Übersicht. Da sieht man, wie weit wir beim technologischen Fortschritt sind. Allgemein kann ich euch sagen, dass wir ganz vorne sind, also unter allen Fraktionen, was Forschung betrifft. Eigentlich ungewöhnlich für unsere Fraktion. Und so ist das dann verteilt. Insofern passt das mit Bauen ganz gut, falls wir da ein bisschen aufholen wollen. Eine Kleinigkeit habe ich noch gesehen. Wir haben hier in Ehrenfeld eine Polizei, die ich jetzt mal gerne aktivieren möchte. Die ist nämlich noch Gaia zugeordnet. Die können wir Heimatbasis zuordnen, jetzt Ehrenfeld zuordnen. Ansonsten bleibt die hier. Die Polizei hatte ich, glaube ich, aus Versehen aktiviert. Runde beendet. Und damit sind wir auch erstmal durch für diese Runde. Also machen wir weiter, schauen, was passiert. Okay, alles klar. War das jetzt eigentlich schon wirklich Rundenende oder war das noch eine Aktion, die ausgeführt wird? Hier wollten wir uns erstmal ausruhen. Wir haben hier noch das Artefakt an Bord. Ich denke, nachdem wir hier erfolgreich die Gegner auf der Hohen See besiegt haben, werden wir hier ein bisschen abwarten. Es gab auch einen Shortcut, habt ihr mir geschrieben. Dann müsste es ja eigentlich auch eine Aktion geben für quasi warten bis heilen, ne? Vielleicht ist der hier nicht aufgeführt. Ja, okay. Dann überspringe ich jetzt erstmal die Runden einfach so lange, bis ich diesen Shortcut kenne. So, wie geht's uns hier?
Wir haben... Sind wir hier voll? Das sehe ich gerade gar nicht. Ist da noch ein anderer Schwarm dabei? Nee. Ich glaube, Gesundheit ist voll. Alles klar. Ja, dann werden wir uns hier wegbewegen. Hier ist soweit alles erkundet. Die Sondierteams, die werden... Ja, hier gibt es im Moment gar nichts zu sondieren. Die werden den Fungus ablaufen, würde ich sagen. Da gibt es jetzt nichts Sinnvolleres zu tun. Hier waren wir dabei, Straßen zu bauen. Das heißt, wir müssen hier nochmal hin und hier, glaube ich, auch Fungus entfernen und danach eine Straße bauen. So, entschuldigt. Dauert aber erstmal noch einen Augenblick. Hier waren wir auch gerade dabei, eine Straße zu bauen. Bin ich mir ziemlich sicher. Das machen wir weiter. Okay, bei dem Former weiß ich gar nicht mehr so genau. Hier hatten wir was gemacht. Der Former gehört... Ah, der gehört zu Seeblick. So, dann ist die große Frage, was wollen wir in Seeblick? Wir brauchen einen Sensor. Ich würde sagen, den Sensor werden wir dort in den Wald bauen. Das ist eigentlich das Nächste, was wir hier in Seeblick machen wollen. Terraforming. Nicht Solarkollektor, sondern Sensorenfeld, genau. So, und hier teilen wir uns jetzt mal ein bisschen auf. Wir haben Rover und wir haben die Psychoviren. Ich würde sagen, die Viren gehen in diesen Bereich und der Rover geht hier runter, um noch ein bisschen weiter das ganze Gebiet hier zu erkunden. Ja, der hat sich auch soweit erholt, ist abgehärtet, alles klar. So, und die Viren bewegen sich. Ja, wohin eigentlich? Können wir eigentlich mal so steuern? Vielleicht erstmal dahin. Wir haben eine Polizei. Ich glaube, als erstes bringen wir sie nach Dornenwall. Wir brauchen noch eine Polizei in Klippental und dann für die nächste Siedlung schon wieder. Also Gaia wird vor allem damit beschäftigt sein, jetzt hier immer Polizeieinheiten zu produzieren. Gucken wir mal. 7 Runden bauen wir dafür. Okay. So, dann haben wir hier noch einen Former. Der hat hier Sensoren gebaut, auch einen Sensor gebaut. Der hat im Moment nicht viel zu tun. Der könnte allerdings eine Straße hier runter noch ziehen. Beziehungsweise, nein, unsere Aufgabe jetzt hier, den Fungus in der Nähe der Basen zu entfernen. Damit könnten wir anfangen. So sieht's aus. So, hier haben wir erstmal eine Farm gebaut. Das ist gut, denn wir machen dann direkt weiter mit einem Solarkollektor. Abgeschlossen. Einheimische Lebensformen. Okay, wir sind auf weitere Viren gestoßen. Ja, ich würde sagen, wir greifen an. Wir sind diszipliniert. Chancen 4 zu 2. Also was heißt angreifen? Wir versuchen Kontakt aufzunehmen. Soweit zu dieser Kontaktaufnahme. Das war ein Teil des Viren-Kontaktprogramms, Teams. In der Tat habe ich das nicht ganz genau definiert, welche Einheiten dazugehören. Das ist so ein bisschen von der Regierung vielleicht etwas schwammig ausgelegt worden. Irgendwelche zwei Einheiten sind immer im Fungus unterwegs gewesen, aber es ist vermutlich nicht im Sinne der Antragsteller gewesen, wie ich das gehandhabt habe. Ich versuche mich da zu bessern, wobei jetzt natürlich eine Einheit schon verschwunden ist. So, die große Frage... Sollten wir vielleicht jetzt mit den Psychoviren in diese Richtung ziehen? Diese Viren könnten natürlich schon Teil dieses Kontaktprogramms sein. Und dann würde auch dann sinnvoll sein, im Fungusschutzgebiet dieses Kontaktprogramm durchziehen zu lassen. Insofern bewegen wir uns jetzt mal so schnell es geht dorthin. Okay, hier haben wir auch noch einen Rover. Den haben wir, glaube ich, ja genau, den haben wir dazu bekommen. Ja, den brauchen wir hier hinten eigentlich überhaupt nicht. Hier steht, dass er zu Klippental gehört. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Klippental den finanziert, oder? Das ist doch ein anderer. Doch, tatsächlich, sie finanzieren den. Ach Gott, das ist natürlich lästig. Das ist natürlich lästig. Wir haben hier oben eigentlich genug. Zu erkunden gibt es hier auch nicht. Wir brauchen den dort nicht. Tendenziell habe ich das Gefühl, wir haben etwas zu viele Rover hier unterwegs. Aber einen haben wir auch verloren. Er könnte natürlich Teil... Ja, er könnte natürlich Teil des neuen Kontaktteams sein. Das finde ich ganz gut. Wir schicken ihn mal hier zum Monolithen. Und dann wird er Teil des Kontaktteams. Runde beendet. Soweit, so gut. Kommunikation, ich glaube, wir werden informiert, wenn wir wieder kommunizieren können. Brauchen wir uns jetzt, glaube ich, noch keine Gedanken machen. Ah, da, wo wir Fungus entfernen, da würde ich vorher gerne noch die Form upgraden. Daran muss ich
denken, wenn es dann soweit ist, dass die auch Fungizide mit dabei haben. Irgendwo habe ich jetzt was gesehen, wo eine Stadt gerade attackiert wurde. Das ging aber zu schnell. Waldesruhe hat einen Wald bekommen. Seht euch den Schafschnabel an, wie er seinen Belangen an den Fungusblüten so vorsichtig nachgeht. Ein wenig von den gelben, gerade genug, dann ein Stückchen von den rosafarbigen. Folgt den Glühwürmchen bei ihrem Treiben, dem Sammeln und Sortieren der zu Boden gefallenen Sporen. Welche höhere Ordnung bestimmt ihre Arbeitsweise? Vergesst meine Worte nicht. Jemand oder etwas verwaltet das Ökosystem dieses Planeten. Lady Deirdre Sky, Planetenträume. Okay, das scheint ja genau auf uns zu geschneidert zu sein, wobei ich mir nicht mehr so ganz sicher bin, ob das dann überhaupt unsere Linie noch ist oder ob sie nicht speziell wird. Aber jetzt gibt es ganz viele neue Möglichkeiten, so wie es aussieht für uns. Als erstes ein Biolabor. Was macht das? Plus 2 Labor pro Runde, okay. Also quasi plus 2 Forschung. Alle auf dieser Basis gezüchteten außerirdischen Lebewesen erhalten plus 1 Lebenszyklusbonus. Ah, wir können mit dem Biolabor nämlich jetzt selber Psychoviren, glaube ich, züchten. Ja. Das ist natürlich interessant. Psychoviren können plötzlich auftauchen, sind eng mit Fungus verbunden. Ja gut, das kennen wir schon. Okay, also das ist natürlich sinnvoll, das im Labor zu machen. So, jetzt... Warte mal, jetzt bin ich hier leider... Okay, hier sind wir wieder zurück. Die Gilde der Empathen. Das ist ein Geheimprojekt. Gestattet es ihnen, jeden Anführer zu kontaktieren und bringt ihnen jeder Gruppe einen Spion. Sie erhalten plus 50% Stimmen in Wahlen zum Planetengouverneur und Oberbefehlshaber. Leute, ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, ich kann hier verantwortungsvoll als Regierung sagen, das wird vermutlich auf Begeisterung bei den Abgeordneten stoßen. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, das jetzt noch hinauszuzögern bis zur nächsten Entscheidung. Ich meine, man könnte im Nachhinein das vielleicht noch abbrechen lassen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine deutliche Mehrheit gibt, zumal es kein anderes Geheimprojekt für uns im Moment gibt. Ja, ich denke, wir werden das starten. Das klingt ja sehr interessant für Diplomatie. Einheit Ausrüstung Empath Lead. Gibt nochmal 50% Angriff gegen Psi. Die Frage ist, heißt Angriff eigentlich auch... Also Angriff heißt nicht Verteidigung, ne? Schon was anderes. Das Empath-Lead überträgt einen Angriffsbonus von 50% gegen Einheiten, die eine Psi-Abwehr haben. Das heißt Psychoviren und andere außerirdische Lebewesen. Ja, spannend. Okay, dann... gibt es noch verschiedenes. Grün. Straßen können in Fungusfeldern gebaut werden. Das ist auch neu. Nun sind wir ja nun gerade mit Fungiziden hier unterwegs, also werden wir das gar nicht mehr so sehr brauchen. Aber in abgelegenen Gegenden oder vielleicht durchs Fungusschutzgebiet sind jetzt auch also Straßen möglich. Interessant. Ah, das ist, erfordert aber ein eigenes Gesellschaftsmodell. Ah, okay, alles klar. Das ist nicht automatisch, beziehungsweise das ist eine zusätzliche Sache, die jetzt freigeschaltet ist. Ah, okay, alles klar. Das gucken wir uns gleich an. Erstmal haben wir noch eine Episode aus dem Planetenbuch. Zu Befehl, Lady. Die junge Funktionärin salutiert stramm. Sie wurde kurz nach der Landung auf dem Planeten geboren und zählt zu einer Generation, welche die Erde nur aus alten Legenden kennt. Lindley, ich habe einen Spezialauftrag für Sie, sagen Sie und schauen Sie dabei direkt an. Diese Proben sind zu Dr. Scott in der Basis Waldesruh zu bringen. Kümmern Sie sich persönlich darum. Oh, das ist ja cool, dass unsere Basennamen hier übernommen werden, das fetzt ja. Sie übergeben ihr einen mit Blei verkleideten Sicherheitsbehälter. Das Kältepaket im Inneren enthält etwas Albtraumhaftes, Psychoviren. Lebensfähige Exemplare, die auf Kosten unzähliger Leben gefangen und konserviert wurden. Das Team von Scott beschäftigt sich mit der kürzlichen Vermehrung der Psychoviren. Diesen Studien zufolge wirken die Virenschwärme als eine Art Regelmechanismus für die Ökologie des Planeten. Die Besiedlung des Planeten durch den Menschen störe nun das Gleichgewicht des einheimischen Ökosystems und die Psychoviren schwärmen als eine Art ökologischer Antikörper aus. Scott kam auch zu einer noch bedenklicheren Schlussfolgerung. Mit den modernen Biolaboreinrichtungen wäre es möglich, Psychoviren in Gefangenschaft zu züchten und sie als furchtbare Waffen einzusetzen. Gegen andere Gruppierungen.
Sofort, Lady, erwiderte Lindley und stieg rückwärts zurück in den Gang. Effizient, kompetent und bei weitem disziplinierter als Jugendliche des 21. Jahrhunderts auf der Erde, wuchs Lindley in einer Welt auf, in der es genug echte Gefahren gibt. Schreckliche Gefahren, die einst ihren Widerklang in denselben Legenden und Erzählungen fanden, zu denen nun die Erde selbst gehört. Ich würde allerdings sagen, auch wenn das natürlich sehr mächtig sein kann, diese Sache ist doch so heikel und möglicherweise diskussionswürdig, dass ich das nicht ohne abgeschlossen. Ja, dass ich das nicht ohne euren Beschluss anwenden werde. Sage ich gleich mal. Das werden wir also erst in der nächsten Staffel sehen, falls ihr der Meinung seid, das ist sinnvoll. Okay, in Aldora haben wir eine weitere Koloniekapsel. Wir brauchen dann eigentlich auch wieder eine neue Polizeieinheit. Jetzt muss ich gucken. Wachstum ist hier in 18 Runden noch in Ordnung. Tendenziell, also Mineralien sind zu wenig, um hier das erfolgreich meines Erachtens das neue Geheimprojekt zu bauen. Deswegen werde ich als nächstes, ich denke, warte mal, was das Forschungshospital hier, glaube ich, bauen, ja. Okay. Produktion abgeschlossen. In Elbgrund haben wir das Erholungsgebiet, das ist gut. So, hier könnten wir allerdings mal etwas Neues wagen, nämlich zu beginnen mit einer Aquakolonie und so einer Koloniekapsel, einer Aquakoloniekapsel, 12 Runden und dann vielleicht eine erste Meeresbasis starten. So weit, so gut. Psycho wird ja mit Polizei kein Problem sein, das kann wachsen problemlos, das ist in Ordnung. Produktion abgeschlossen. So, in Seeblick haben wir erstmals den Aquaformer. Also, nicht erstmals, aber dort in dem Seebereich erstmals. Okay. Auch hier müssen wir gucken, was wir als nächstes machen. Auch hier würde ich, glaube ich, gerne... Erholungsgebiet haben wir. 3, 4, 8. Ja, wir schauen mal. Kinderkrippe wäre eine gute Sache, aber auch hier könnte man eine neue Koloniekapsel bauen. Aber wir brauchen Polizeieinheiten. Ich werde das erstmal nochmal verschieben. Wir werden hier nochmal auf Wachstum gehen. Wir sind, obwohl wir haben in 7 Runden dann schon, das sind jetzt 4, ne, das ist dann okay. Machen wir mal. Gehen wir mal auf Wachstum. Okay. So, bevor wir damit jetzt starten, will ich mal gucken, Kinderkrippe in 3 Runden. Also ich denke, ich werde, wenn, dann wieder hier das bauen, weil hier haben wir sehr starke neuen Mineralien. Das Geheimprojekt. Wenn ich das jetzt ändere, verliere ich Mineralien? Wir gucken mal. Die Gilde der Empathen. 21 Runden. Ja, ich verliere. 50%. Nee. Dann werden wir zum Ende der Baufolge das hinzufügen und damit in 3 Runden starten, nachdem die Kinderkrippe hier am Start ist. Okay. Gut. So, dann gucken wir mal. Ich würde gerne erstmal die Mineralien dort verfügbar machen, hier unten. Terraforming abgeschlossen. Und hier, ja, was machen wir mit den Psychoviren, ne? Die durchstreifen jetzt hier auch erstmal den Fungus. Okay, da sind wir angekommen. Das heißt, hier erkunden wir erstmal, was hier noch los ist. Genauso wie wir dort erkunden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Monolithen dort schon besucht haben. So, hier haben wir ein Sensorfeld. Hier würde ich nämlich auch gerne noch mal hin. Lass mal gucken, wie wir das machen. So, Sensorfeld. Dann würde ich sagen, als nächstes könnte man... Was brauchen wir denn hier? 1, 2, 2. Wenn man hier, da könnte man natürlich... Aber wollen wir jetzt hier stark auf Wachstum gehen? Wir brauchen eigentlich Produktion für das Wunder, ne? Ist überhaupt die Frage, ob wir hier noch was ändern. 3, 2 ist allerdings stark. 1, 2, 2 ist auch stark. Aber wir stagnieren so, das ist auch frustrierend. Nee, dann werden wir in Waldesruhe, ich denke, erstmal hier diesen Fungus noch entfernen. Zu nah an der Stadt. So, und da haben wir jetzt einen Wald gebaut. Das ist gar nicht mehr so optimal. 1, 2, 1. 1, 2, 2.
Weil wir ja jetzt durchaus auch Farmen bauen können. Und ich würde sagen, aber als nächstes, ah nein, Sensor haben wir ja schon, das ist gut. Ja, wie in 18 Runden wachsen wir. Wir könnten hier irgendwo mal eine Farm bauen, das wäre schon okay. Schau mal kurz. Ja, da ist es allerdings, glaube ich, felsig und nicht möglich. Bin mir gar nicht sicher. Das System habe ich noch nicht verinnerlicht. Hier ist es flach und feucht, da müsste es gehen. Da ist hügelig und feucht. Ich glaube, bei hügelig kann man keine Farm bauen, aber da sollte es gehen. Und das ist schön hoch. Da könnte man dann auch gut mit Energie arbeiten. Ja, machen wir das mal. Wir bringen den dorthin. Beziehungsweise Fungus hier entfernen wäre auch eine wichtige Sache, aber ich glaube, das hat erstmal noch Vorrang. So, diese Koloniekapsel, da ist die große Frage, wo wollen wir mit dieser hin? Ah, und vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn wir als Schutz zum Beispiel diese Psychoviren mitschicken. Das ist im Moment der einzige Schutz, den wir hier haben. In Ehrenfeld ist ja die Polizei, die muss erstmal da bleiben. Ich denke, ich werde mich erstmal auf die Sahnestückchen hier konzentrieren. Das nächste Sahnestückchen wäre hier unten mit den beiden Feldern. Und da würde ich tatsächlich... wo würde man da sich ansiedeln? Hier könnte man sich ansiedeln. Dann würde man beide mitnehmen und es gut außerhalb dieses Bereiches. Das wäre ein schönes Gebiet. Aber dann muss ich diesen Befehl hier leider nochmal abbrechen. Befehle widerrufen. Können wir erstmal nicht dahin. Ich gehe mal nicht davon aus, dass sie jetzt hier gleich angreifen werden. Okay, nochmal zurück hier auf die Kapsel. Bewegen wir uns erstmal darauf und von dort aus dann weiter. Beziehungsweise wir können auch hier schon mal als Schutz uns dorthin bewegen. So, jetzt geht's hier endlich los mit dem Terraforming, dem Bau einer Farm. Was haben wir denn hier? Oh, was ist das für eine Einheit? Partikeltrag, Flügelboot. Okay, das ist jetzt ein Kampfschiff, wenn ich das richtig sehe. 424. Hat eine gute... Ne, 4-2 ist aber, glaube ich, schlechter als unseres. Wir bauen, glaube ich, eins mit 5-2 oder 5-3. 5-3 könnten wir schon. Wenn ich das aber richtig verstehe, würden wir, wenn wir jetzt mit der Insel angreifen, würden wir einen Moralangriff machen. Die sind diszipliniert. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie unsere Insel, wie stark die gilt. Beschädigt 30%, das ist ein Problem. Wenn ich jetzt hier einen Angriff mache, sagt er mir eine Prognose oder greife ich dann sofort an? 3-5. Nein, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Ich würde sogar sagen, dass wir uns tendenziell erstmal ein bisschen zurückziehen. Runde beendet. Bin mal gespannt. Ich glaube, wir brauchen hier noch 2-3 Runden für unseren Seeadler. Der kommt dann möglicherweise gleich zum Einsatz. Okay. So, Arcadia expandiert Wald. Drohnenaufstände. In Gaia haben wir einen Aufstand. Ja, weil die Bevölkerung gestiegen ist. Ja, okay, da müssen wir was tun. Da müssen wir einen einfach rausschicken, hier zum Experten machen. Und dann müssen wir mal sehen. Wir sind ja dabei, ein Holotheater zu bauen. In 4 Runden ist das durch. Und dann ist das Problem auch schon wieder gelöst. Ja. Produktion abgeschlossen. So, in Dornwall haben wir die Kinderkrippe. Das ist gut. Da haben wir also Recycling-Tanks, Kinderkrippe. Als nächstes ist es, glaube ich, wichtig, dass wir das Erholungsgebiet haben. Das brauchen wir, um schön wachsen zu können. Wir werden hier durchaus wachsen. Wir haben hier ganz guten Nahrung. Terraforming abgeschlossen. Okay, dann machen wir jetzt hier erstmal... Ich glaube, wir müssen hier erstmal den Seefungus entfernen, bevor irgendwas anderes passieren kann. Und da haben wir gebaut. Elbgrund. Was bedeutet das? 1, 2, 2, 3, 2. Okay, 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 okay. Das ist natürlich schon eine Option. Wir verlieren natürlich hier Produktion. Naja, wachsen in 2 Runden, dann können wir darauf gehen. Die Frage ist, können wir da noch was machen? Ich glaube ja, ne? Wir können dort noch ein Gezeitenkraftwerk drauf bauen. Diese Verbesserung existiert bereits. Ach so. Haben wir da beides schon gebaut? Auch eine Tankfarm? Diese Verbesserung existiert bereits. Ja, logisch. Habe ich ja auch gesehen an den Ressourcen. Ja, dann ist das nicht weiter sinnvoll.
Ich bin am Überlegen, was machen wir denn jetzt mit diesem Ding? Wir werden dann jetzt hier den Fungus entfernen. Ja. Oder? Ja, ich denke ja. Okay. So, wir laufen hier weiter. Das ist im Prinzip auch so eine Art Kontaktprogramm. Und werden hier Fungus entfernen. Hier gucken wir, worauf wir treffen. Ah, genau, darauf habe ich gewartet. Und was haben wir gefunden? Was ist das denn bitte? Was ist hier passiert? Ach, wir sind noch nicht reingekommen. Und die sind auch dort. Die Universität. Okay, die werden uns möglicherweise hier zuvorkommen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir waren schon bei den Monolithen, genau. Dann ziehen wir hier weiter rum. Ich habe nicht gesehen, wo das Schiff hin ist. Ich nutze lieber die Gelegenheit. Runde Heide. beendet. Hier noch ein bisschen. Wie lange brauchen wir denn Arcadia? Bis zur Herstellung. 3 Runden noch. Ja, wenn wir großes Pech haben, dann wird hier angelandet. Ich meine, wir haben hier einen guten Psychoschwarm. Aber eine Transporteinheit war das nicht. Das war eine Kampfeinheit. Ne? Es ist wirklich wichtig, dass wir hier das zweite Schiff haben, um hier zu patrouillieren. Der Bereich, der muss jetzt auf jeden Fall kontrolliert werden. Gut. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge logischerweise wieder. Wir sehen übrigens, es gibt hier einen neuen letzten Platz, mit dem wir auch handeln können. S, was ist S? S ist. Ist das die Schwester, ne? Mhm. Ja, okay, gut zu wissen. Da haben wir ja gesagt, dass wir im Zweifel denen auch Technologie mehr abgeben. Okay, alles klar. Dann freue ich mich auf die nächste Runde. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.